Ich stelle euch heute das Hotel Kronasar vor. Und zwar ist das gerade neben dem Europapark und zeige euch, wie das hier so aussieht. Hey, wie geht's? Ist der Matthias. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, würde es mich freuen, wenn du den abonnieren würdest. Ich gebe dir Tipps und Tricks für deinen Alltag und für deine Freizeit mit der Familie. Wir sind jetzt hier vor dem Hotel Kronasar und zwar ist das gerade in der Nähe vom Europapark. Es gehört zum Europapark. Für alle, die sich jetzt fragen, oh nein, da bin ich ja etwas weiter weg oder kann nicht direkt in den Park rein, das ist überhaupt kein Problem. Es hat nämlich gerade neben dem Hotel eine Busstation und von dort bist du in wenigen Minuten nachher am Park vorne. Wenn du mit dem Auto kommst, hat es genügend Parkplätze, für dich genügend Parkplätze. Und das ist super. Wir sind jetzt 2 Tage da. Wir haben unser Auto hier parkiert und nehmen den Shuttlebus. Mit dem Shuttlebus kommst du nicht nur bis für den Park, sondern du kannst auch schnell hier vorne etwas Kleines posten. Du kannst in ein anderes Resort oder in ein anderes Hotel zu Nacht essen. Oder du kannst einfach das Auto hier parkiert lassen und deine Tage im Europapark geniessen. Du siehst es jetzt gerade hinter mir, was ein mega Blickfang ist, wenn du an das Hotel herfährst, sind die verschiedenen Farben. Du hast hier das rote, das blaue, das rote und das gelbe Haus nebeneinander und es gibt einen mega coolen Kontrast zum Hauptgebäude von dem Museumshotel, wie sie dem sagen, wo nachher alles mit Backstein ist. Und das schöne Rot von diesen Backsteinen und die knalligen Farben, die passen natürlich perfekt zusammen für den Komplex. Es hat nachher im Hotel selber hat's ganz viele verschiedene Ausstellungssachen oder Sachen, die ausgestellt worden sind. Zum Teil sogar Leihgaben von Königshäusern und von ganz vielen Künstlern oder Antiquitäten. Wenn du ins Hotel reinkommst, hast du die Rezeption, wo du herzlich empfangen wirst. Was ich dir als kleinen Bonustipp geben kann oder als Extra-Tipp, reise unbedingt genug früh an. Wir sind zum Beispiel schon vor dem Mittag gekommen, haben nachher unser Auto hier parkieren können, haben bereits Tickets bekommen, die wir bestellt haben für den Park, haben den Tag genossen im Park und sind nachher zurück mit dem Shuttlebus. Und nach der 3 ist unser Zimmer nachher parat gestanden. Ein riesiger Vorteil, den das Hotel hat, ist ein Wasserpark, der hier entstanden ist, gerade hinten dran am Hotel. Und zwar ist das Rulantica, ein riesiges Paradies für Klein und Gross, mit ganz vielen Wasserrutschbahnen und Attraktionen. Und der riesige Vorteil, den du hast, wenn du hier in diesem Hotel auf Besuch bist, du kannst nämlich gerade mit deinem Badmantel direkt überlaufen. Es hat eine Verbindung, du kannst hier einfach direkt den Gang benutzen. Thank you.
du irgendetwas vergessen hast. Daheim wirst du ganz sicher im hoteleigenen Shop fündig, egal ob Trinkflaschen, Badtüchli, Rucksack oder sonst irgendetwas. Natürlich, wenn du ein Souvenir brauchst für dich daheim oder für deine Zuhause-Klane, wirst du da sicher fündig. Es hat alles Mögliche von der Euromaus, wie zum Beispiel aktuell jetzt auch ganz viel von dem Snorri. Der Snorri, das ist das neue Maskottchen vom Hallenbad Visavis und da gibt es ganz viel von dem, was du kannst kaufen. Das Restaurant Drei Kronen kann ich dir sehr empfehlen, wenn du etwas sehr, sehr Feines willst essen, in einem super gemütlichen Ambiente, ein feines Glas Wein trinken und einfach ein bisschen runterfahren nach einem Europa-Park-Tag. Nachher im hinteren Teil des Restaurants hast du nachher den Chefstable. Du kannst nachher durch eine Scheibe direkt auf die Küche zuschauen, wie die wunderbaren Speisen zubereitet und herrichten. Es hat extrem viel Platz. Du kannst also auch mit einer grossen Gruppe, mit einer Gesellschaft oder mit einer ganzen riesen Familie da bis zu Nacht essen. Frage vom Video. Welches Hotel kannst du anderen Familien empfehlen? Schreib es doch bitte in die Kommentarfunktion unten rein. Ich bin mir sicher, mit deinem Tipp kannst du ganz vielen anderen Familien weiterhelfen. Nachher im hinteren Teil haben wir das Baba Sven's. Das ist ein Boathouse Restaurant und es sieht genau so aus und fühlt sich genau so an. Du hast immer stimmungsvolle Musik, du hast ein Aquarium, das hier im Restaurant ist. Es hängt sogar ein riesiges Boot hier neben mir an der Decke oben. Du hast also so das richtige Boot-Feeling und fühlst dich da, wie wenn du auf einer Rundfahrt wärst, auf so einem riesigen Holzkahn. In diesem Restaurant kommst du gut bürgerliche Küche über. Es gibt auch ein Buffet, wo du die Sachen selber holen kannst. Und das Morgenbuffet ist nachher auch gerade in diesem Bereich. Das Morgenbuffet ist ein riesengroßes im hinteren Teil des Restaurants und vorne findest du ganz viele verschiedene frische Brötchen, über Spiegeleier bis Würstchen und noch vieles mehr.
Und je nach Jahreszeit kannst du nachher auch draußen noch etwas trinken oder etwas essen. Es hat bei beiden Restaurants eine super schöne Terrasse, wo du noch ein bisschen die Stimmung geniessen oder den Abend ausklingen lassen. Wenn du dir nachher am Abend einen Drink gönnen willst oder nach einem anstrengenden Tag im Europapark, bist du nachher genau richtig in der Bar Ericsson. Dort kommst du vom Bier bis zum Cocktail alles Mögliche über. Und natürlich auch, wenn du vor der Nacht noch schnell ein Aperitif nehmen willst, egal für Erwachsene oder Kinder, eine feine Limo mit einer Barbara zum Beispiel, bist du an diesem Platz genau richtig. Es hat im unteren Stock eine riesige Weltkugel mitten im Raum, die wunderschön aussieht. Du kannst nachher auch Stegli raufgehen. Dort hat es nachher noch eine bequeme Sitzecke und dann noch vis-à-vis Stühle, wo du etwas kannst trinken oder etwas geniessen. Wenn du nachher ein feines Stück Kuchen willst oder irgendwie eine Süßigkeit oder etwas zum Naschen zwischendurch, egal, wenn du gerade Lust hast, dann gehst du oberhalb der Bar schauen. Da gibt es feine Köstlichkeiten, ein feines Kaffee, immer schöne Ambiente. Ich sage mal so ein bisschen zu Grossmutterszeiten. Es hat hier Porzellan an der Wand als Dekoration. Es ist alles schön hell eingerichtet und das ist ein schöner Ausblick natürlich auch zu der neuen Rutschbahn und den Attraktionen, die nachher vis-à-vis stattfindet. Der Blickfang oder die Hauptattraktion, die ich finde von dem Hotel, ist aber das riesige Skelett, das ihr da hinter mir seht. Wie schon gesagt, es ist ein Museumshotel und das ist so ein bisschen der Blickfang und das Wow, wenn du in das Hotel hineingehst. Wir sind jetzt hier mit unserer fast 5-jährigen Tochter. Das ist natürlich schon gewaltig, wenn du mit einem Kind, das nicht riesengroß ist, hierher gehst und dann läufst an der Rezeption vorbei, in die Eingangshalle rein. Nachher kommt das riesige Skelett und die Knochen, die so gewaltig gross sind, die bis in die Decke hochgehen. Obendrauf ist eine animierte Decke, sieht aus, wie wenn es ein Wolken mit Himmel wäre. Es geht nämlich einfach immer höher, 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 die ganzen Stockwerke rauf, bis du zu oberst oben bist. Wenn dir das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Abonnier doch bitte den Kanal, drück die Glocke, dann wirst du jedes Mal informiert, wenn es ein neues Video gibt. Ich wünsche dir nur das Beste bei deinem nächsten Hotelaufenthalt. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.